Moin und herzlich willkommen hier zum LS22 auf der Nordermarsch. Jo, ich habe jetzt für Feld 90, nee, das ist falsch, das ist Sonnenkunde. Für Feld 90 alles vorbereitet, der Drescher läuft, der Trecker steht schon in Standby, den muss ich erst einschalten, wenn der Drescher voll ist, weil der würde sonst im Vorgewände stehen und da ist der Drescher noch nicht durch. Und wir müssen einmal, es ist 18 Uhr, wir müssen einmal kurz, bevor wir aufs Feld gehen zum Dreschen, müsste ich einmal kurz sehen, wir müssen hier mal Stroh reinfahren, Leute. Ja, komm, wir fahren mal einmal Stroh rein. Pass mal auf, ich mache mal hier auf die Luke. Mach ich die hier auf, ja. Wir müssen uns einmal hier um unsere Rinder kümmern. Nahrung geht noch, aber Stroh ist echt ein bisschen wenig. Bitte, bitte. Ja, gehört ja jetzt auch dazu. Viecher versorgen. Wir haben hier, zum Glück hat der alte Landwirt noch ein bisschen was eingelagert gehabt hier. So, ich glaube mit R geht das. Runde Ballen Stroh, 5. Ich würde sagen, hauen wir mal 2 Stück rein. Insgesamt sind das 7000. 2 oder 1? 1er, 2? Ah, mach 2. So, das heißt, jetzt brauchen wir unseren Hörbel, dann brauchen wir unser Strohgedönsteil. Da, ups. Haben wir unsere Ballenzange. Und dann habe ich mich wieder auf unserem eigenen Hof verfahren, wie sich das gehört. Ah nee, nee, stopp, Moment, da wärst du durchgekommen. Ja, jetzt fahr rum, ist auch egal. Oh, Helfer H hat jetzt schon einen vollen Vollkorntank. Ernsthaft? Tatsächlich. So, okay, dann kann ich dich jetzt starten. Ich habe den auf 70% eingefahren. Tatsächlich hat Crossplay das hier echt nice gemacht. So, keine Ahnung, wie er jetzt fährt. Ich schätze, er fährt einmal außen rum. Also wir werden die Nacht natürlich durchpennen, ist klar. Also wenn hier Nacht ist, dann gute Nacht. Weil er hat die nämlich vorhin da hinten hingefahren, da wo wir eben standen. Mal sehen, wie er das macht. Wo fährst du jetzt hin? Du fährst jetzt nicht zur Getreide AG, ne? Das wäre nämlich ein bisschen blöde. Nee, du fährst zum Zielpunkt. Wir gucken uns das mal vorsichtshalber an. Ihr seht schon, also schön sauber alles eingefahren. Ist hervorragend. Ich liebe es. Also wirklich super geil. Wie gesagt, ist schon mega gut. Ich bin gespannt, wie das hier mit den Bäumen. Hier wird er bestimmt irgendwo hakeln. Weil hier die alten Windräder umfahren und hier so eine Dingsinsel umfahren. Oha. Oha, Ostholstein. Ne, wir sind in F. In NF, Nordfriesland. Ja, hier ist klar, Kurve reinfahren ist ein bisschen schwieriger. Ihr wisst ja immer, ne? Die ersten Vorgewände sind sowieso immer sehr kritisch. Wie ihr seht, weil... Ja, okay, pass auf. Das mache ich jetzt mal. Habe ich mir schon gedacht. Er steht natürlich jetzt genau da, wo eigentlich er hin will. Okay, dann machen wir das aus. Das an. Mal erstmal, dass du abtanken kannst. Alles gut. Ist ja alles gut. Es war aber so klar, typischer Wurfeffekt. Ich habe ihn übrigens auch gegen den Uhrzeigersinn fahren lassen, nämlich genau auch aus dem Grund, damit das Rohr innen liegt. Ja, ist nicht richtig, weiß ich, ist jetzt aber halt
durchs Abfahren, durchs Abtanken ein bisschen blöde, aber ist mir jetzt auch egal. So, er ist aktiviert. Sollte eigentlich, ne? Ja. Du machst das schon. Ich hoffe, du haust den da wenigstens auch ab. Weil der ist noch nicht mal einmal ganz rumgefahren, ne? Und hat's. Okay, gut. So, wir sind. Mal Licht an. So. Wir wollen noch einmal unsere Kühe einmal mit Stroh versorgen, haben wir gesagt, ne? Du musst aber einmal aussteigen. Du musst hier noch die Koppels anmachen. Aber da habe ich doch Aufzug, genau. Hab ich da nicht. Ich kann die nicht mit der Ballenzange, weil irgendwie nimmt dieses Ding nur loses Stroh. Frag mich nicht. Ich hatte doch. Ah, da habe ich das, wusste ich doch. Er nimmt irgendwie nur loses Stroh. Ich weiß gar nicht warum. Lustig. Jetzt wird's lustig. Einfach zuschnappern. Hauptsache, du hast ihn. Alles andere ist mir egal, aber ich glaube, du hast ihn nicht mal richtig. Der fällt auch mal runter, oder was? Ja, ich hätte mir auch eine. Wir müssen uns, glaube ich, dafür nochmal eine richtige Gabel besorgen. Kriege ich ja keinen zweiten rein, würde ich mal so sagen. Guck, vielleicht reicht uns der ja auch. Wir schauen. Da von der anderen Seite eigentlich. Naja, eigentlich ist es egal, aber wir fahren natürlich richtig rum, sodass das auch eingestreut wird. So, das ist der Trigger von Eddie. Ich würde gerade sagen, was ist das denn für ein Trigger? Ja, wir gehen auch gleich ins Bett. Wir pennen auch gleich, natürlich, sobald die Tiere versorgt sind. Schön, macht nicht die Halle kaputt, wir haben kein Geld. Naja, wir haben kein Geld, würde ich jetzt nicht so sagen. Also der Dinkel und so, das hat richtig Asche gebracht, Leute. Könntest du dich jetzt mal bitte richtig... Ich hab's gleich. Könntest ja auch vielleicht mal... Okay.
Ja, ich glaube, das ist schwerste Ordnung mit einem Ball. Da können wir den anderen gleich wieder zurückschieben. Das sind halt die Großen, ne? So, lass mich mal einmal gucken. Ja, guck mal, Gülle, Stroh, Milch. 2 Liter Nahrung ist okay. Ist alles okay. Wie gesagt, mit Mist und so muss ich mal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob da überhaupt Mist kommt, ob ich hier was tun muss. Weiß ich nicht. So, Mädels. So, jetzt fahren wir mal schnell. Ein Strohball noch mal wieder wegpacken. Obwohl, eigentlich kann ich den doch schon hinten reinschmeißen, oder? Ah, nee, lass das den mal ruhig reinpacken. Assi? Hallo, Reh. Okay, einmal schnell in die Garage. Ein Futtermischwagen wäre natürlich sinnig, aber da ich jetzt Scheiße, falsch gelenkt. Wieder falsch. Ernsthaft jetzt? Nur mal ein bisschen anstrengen hier. Bisschen. Wir wollten eigentlich pressen. Eigentlich habe ich gesagt, wir wollten pressen, ne? Oder zumindest Stroh reinholen. Okay, so. Goodie. Licht aus. Motor aus. Auch cool hier mit der Beleuchtung. Warte mal, du kannst das hier auch schon mal zumachen. Also, ihr, wie gesagt, ihr seht ja, ne, das ist hier wirklich absolut Marke einfach. Ich habe auch das Gefühl, ich muss hier nicht mal durch zum Sauber machen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, einmal bitte in die Kommis schreiben. Das würde mich schon freuen. So, dann lasst uns einmal... Ne, der scheint zu funktionieren. Der ist jetzt ja leer. Das ist gut. Die laufen, die Jungs haben gesagt, die machen so, wie sie denken. Und die Hütte ist beleuchtet. Ja, wie cool. Hübsch, hübsch, hübsch. Ja, das ist hier nur so semi-cool hingestellt, ne? Aber was soll's. Okay, ich würde sagen, ja gut, wir haben jetzt ja Kühe, würde ich sagen, 7 Uhr stehen wir auf. Das sind Langschlafer, Schläfer, Küche, Kühe übrigens, ne? Also nur so zur Info. Die haben gesagt, vor 7 Uhr brauchst du hier nicht in den Stall kommen. Okay, ja, Lohnzahlung, Betriebskosten, Einnahmen, Gebäude. Das ist Monatsabrechnung gewesen tatsächlich. Okay, jetzt sollte ja eigentlich keine Einnahmen mehr kommen. Moin! Natürlich müssen wir auch uns denn noch... Wir können uns natürlich noch ein paar Kühe mehr zulegen, ne? Wir können uns noch ein paar Kühe mehr zulegen. Hier, Milch 5 Liter, das ist okay, das ist okay, das ist okay, gut. Träger, wir wollen... Ballenpresse, ne? Ballenpresse... Moin, dich kenne ich doch. Ist mal ein bisschen am Limit hier. Aber nützt ja nichts. Nützt ja nichts, aber die Gabel kannst du mal abmachen. Brauchen wir nicht.
Ich lass. Obwohl, willst du sie. Ey, lass die mal ruhig dran, ruhig. Lass die dran. Weil wenn das so klappt, wie ich mir das denke, dann brauche ich dich. Also wie gesagt, ich möchte es jetzt gerne testen, weil ich hatte schon Bock auf Ballen pressen. Wobei jetzt natürlich mit dem Verladewagen natürlich jetzt schneller gehen würde. So, das ist ja auch eine Ballenwickelkombi. Ich bin gespannt. Also hier, ihr seht's, na, 50% ist ein bisschen schon angeditscht. Weil der Vorbesitzer hat natürlich Dinge getan. Nicht getan, weil er kein Geld hatte. Würde ich dann zum Winter hin reparieren, hoffe ich. Ah, du bist falsch gefahren. Schon wieder, Alter. Herrgott. Mal sehen. Also, wie gesagt, wir sind hier ganz schön am Limit mit unserer Gurke. Ich glaube, ich mache mal den ganzen Lader ab hier. Den stelle ich mal hier hin. Ich stelle das alles mal hier hin. Das klöppeln wir komplett ab. Kann ich den eigentlich samt? Da muss ich erst das Dings abmachen. Weiß ich gar nicht. Ich muss erst den abmachen, ne? Quicke, wie mache ich dich denn ab? Aha, indem man Q drückt. Da hätte ich das andere höchstwahrscheinlich auch dran lassen können. Alter. Brauchen wir gar nicht drüber reden, ist auch. Ich glaube, ich habe die falschen Schläuche. Ich habe die Schläuche wieder abgefahren. Jetzt ist alles wieder dran. Okay. Auch schön hier. Ich sehe jetzt so mit dem Nebel. Ist ja richtig nice. Oh, guck mal, der hat schon den ersten Abtransport hinter sich. Ist auch nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, wo wollen wir eigentlich hin, aber wir machen erstmal unser Getreidefeld. Ne? Oh, hier ist er. Hallo, moin. Läuft's bei euch? Ist gut. Oh, schön hier mit dem Nebel. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay. Okay, ja, ich müsste sich ja fast den anderen Anhänger nehmen. Der ist ja größer. So, dann will ich mal schauen. Kann ich hier noch irgendwas umstellen? Automatisches Abladen anschalten. Ablege anschalten. Nein, meine ich nicht. Pickup senken. Ballenzähler, Ballenpresse an- und ausschalten. Das ist klar. Gut, dann testen wir das doch mal. Also, wenn er wickelt, lasse ich es. Dann geht es ja nicht. Das wäre ja Quatsch. Vorgewende mache ich später, aber das. Hier vorne kann ich schon mal weg mitnehmen. Ich weiß, du bist ziemlich am Limit mit der Presse, aber es geht noch. Nehmt, tut er das Stroh?
Bin mal gespannt. Der kann auch nur 125er Ball, ne? Also der macht auch nur die kleinen. Ist das richtig, was ich sage? Aber ja, in der Beschreibung stand das. Ah, fliegen wir mit rum, lass liegen. Dann lässt er auch einen aus und bis den nächsten hier. Bin gespannt. Ich hoffe, er wickelt nicht. Das wäre ja Quatsch. Er wickelt nicht. Das ist gut. So, was war das mit Z? Okay. Ja, dann machen wir Ballen, Leute. Dann machen wir Ballas. Holst, okay. Ja, da fahre ich jetzt einfach so rüber. Was er mitnimmt, nimmt er mit. Ja, das ist doch gut. Das fliegen wir um, weil ich schätze, da heißt das bestimmt Feld verbinden. Das machen wir dann. Dass wir den Acker hier einmal komplett umflügeln. Ja. Auf jeden Fall kriegen wir gut eine schöne Amazonentrille hin. Das ist für uns sehr gut. Nee, einmal da rum. Aber unser Kleiner muss hier wieder richtig ran. Der Kleine muss ja wieder richtig ran. Ich bin am Überlegen, ob ich uns doch noch mal eine normale Ballengabel kaufe. Weil ich sag mal, für Strohballen brauchen wir ja nicht zwingend eine Folienzange, ne? Ja, ich guck mal gleich, was wir da so im Sortiment haben. Auf jeden Fall, wenn da unsere Viecher gut dann Stroh haben. Na komm, den letzten Rest kannst du doch hier noch mitnehmen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Mensch, da können wir uns ja nochmal auf einen größeren Trecker. Also ich glaube, ein Trecker mit ein bisschen mehr PS, also einen großen Trecker, können wir uns hier, glaube ich, tatsächlich leisten für so Feldarbeiten. Weil ich finde den Klaas tatsächlich, der ist schön, der ist cool. Oder man kann den noch aufwerten. Ich weiß nicht, was der an Motorleistung hat. Da gehen wir rüber, da fliegen wir über. Da gucken wir schon. Ob der hier auf dem Feld tatsächlich, ob man den nochmal aufwerten kann. Müssen wir mal in der Werkstatt gucken. Ein bisschen mehr PS.
das wird ja dann auch noch interessant nachher beim, sag mal schnell, beim anderen Feld bei 83. Er zieht, das ist gut, das ist gut. Muss ich sagen, fand ich auch, es wurde ja auch in den Kommentaren geschrieben, zwecks, habe ich hier jetzt abgeladen, ich sehe es nicht. Ballen, also in der Realität. In der Realität werden tatsächlich Rundballen lieber genommen als Quaderballen, weil die nicht so schnell schimmeln. Sehr interessant. Wusste ich nicht. Sehr interessant. Also sowas finde ich auch immer cool, wenn ihr sowas in die Kommentare schreiben wollt. Habe ich gar nichts gegen. Ist sehr, sehr cool. Weil ich mich halt da auch sehr für interessiere, aber halt nicht so drinne bin. Ne? Ich interessiere mich zwar, aber hänge jetzt auch nicht jeden Tag davor, zu gucken, was geht, was nicht. Sehr geil. Das ist so ein kleines Feld, ey. Das ist hier bei dem ganzen Gedöns natürlich echt ätzend zu sehen. Sechs Ballen, wow. Echt sechs Ballen erst. Schätze Feld 83. Fangen wir auf jeden Fall auch gemeinschaftlich an, aber ich denke, da werde ich bestimmt eine kleine Blende hinzaubern. Weil ich glaube, für eine Uncut-Folge reicht es nicht. Keine Ahnung. Dann würde ich aber eine kleine Blende machen, dass wir dann irgendwann abfahren, ne? Ja, super. Hast du ja schön gepennt. Nicht so viel quatschen und aufs Handy glotzen hier, ne? Das macht er automatisch. Habe ich das eingestellt? Habe ich Automatik eingemacht? Ja, mit Y versehentlich. Ja, ist ja noch besser. Dann brauche ich mir da ja gar keinen Kopf machen. Musst du bloß anhalten, Eule. So, ich bin ja, wie gesagt, gleich auch gespannt, ob er überhaupt das Dinkelstroh nimmt. Fragen über Fragen. Es beunruhigt mich, dass ich von... Ich wollte gerade sagen, dass ich von Feld 90 nichts höre. Aber alles gut. Scheint ja zu laufen. Aber da springen wir trotzdem gleich noch einmal hin. Gucken mal, was die Herrschaften da drüben machen. Siehst du, schon geht's los. Wird blockiert. Aber vielleicht, ich hoffe ja von sich selbst.
So, eine Bahn runter, ein Vorgewende noch. Dann sollten wir das Ding hier auch im Sack haben. Aber unser kleiner Fan, das ist schon nicht schlecht, was der hier so macht. Finde ich gut. Kann er. Ah, ist grenzwertig, ich weiß, aber mein Gott. Ist grenzwertig. So, gleich haben wir es geschafft. Ja, vorhin wieder ein paar Minütchen länger, aber das denke ich okay. So, machen wir den Rest außen oder was? Wir müssen auf jeden Fall gleich noch einmal hin. Einmal gucken. Willst wahrscheinlich würden da schon bald zwei Abfahrer sind machen. Weil das Feld ist ja so ergiebig. Ja gut, wir hatten ja auch kein große. Habt ihr ja gesehen, ja, der Landwirt hat ja nicht mehr viel Bock und höchstwahrscheinlich kein Geld für Spritzgut. So, gut, das Schöne ist natürlich, wir sind hier zwar voll, aber das kriegen wir auf unserem anderen Feld. So, ich würde sagen, ich springe einmal rüber, wir gucken mal, was hier abgeht. Das sieht aber sehr gut aus. Das sieht aber sehr, sehr gut aus und ich hüpfe dann gleich in die nächste Folge und dann sehen wir uns auf Feld 83 wieder. Was, 83? Ich glaube schon. Gucken wir noch einmal, wie er hier gleich mal abdüst und dann. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Hervorragend. Er müsste eigentlich hier auch gleich wegfahren. Er hat genau die 75. Weiß ich nicht, ob er dann wegfährt. Aber ist egal. Wie gesagt, ich fahre jetzt los, Feld auf unser anderes Feld, da weiter zu pressen. Da sehen wir uns morgen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Ne? Macht's gut, euer Maru. Ciao. Keine Flieger heute.